Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan? Und eine Berühmtheit dazu, oder? Man nennt sie doch Shepard, nicht wahr? Die Legende, wie sie die Tragödie von Akuse überlebt haben, ist ganz erstaunlich. Ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt. Sie haben mir etwas voraus. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Balafon. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Zitadelle. Wenn jemand so berühmt ist, auf der Station eintrifft, werde ich darüber informiert. Man sagte mir, dass Sie für den Shadow Broker arbeiten. Haben Sie irgendwelche Informationen über Saren? Sie sind sehr direkt, Shepard. Das kann ich akzeptieren. Ich bin ein Agent des Shadow Brokers. Und ich weiß etwas über Saren. Ich habe gehört, dass Ihre Auskünfte einiges kosten. Normalerweise würde sie diese Information ein kleines Vermögen kosten. Aber es sind außergewöhnliche Umstände. Daher gebe ich sie Ihnen gratis. Wo ist der Haken dabei? Es gibt keinen. Der Shadow Broker ist derzeit sehr erzürnt über Saren. Sie haben schon viele Geschäfte gemacht, bis Saren ihn verraten hat. Saren hat in letzter Zeit eine ganze Menge Leute verraten. Ich kenne keine Details, aber der Shadow Broker hat jemanden angeheuert, der sich darum kümmern soll. Einen kroganischen Söldner. Oh ja. Wie kann ich ihn finden? Ich hörte, dass er den Citadel-Sicherheitsdienst besuchen wollte. Wenn Sie sich beeilen, erwischen Sie ihn vermutlich noch, bevor er die Citadel-Sicherheitsakademie verlässt. Ist es nicht seltsam, dass ein Kroganer mit dem Citadel-Sicherheitsdienst spricht? Sehr seltsam. Aber ich glaube kaum, dass er das freiwillig tut. Wenn Sie mehr herausfinden wollen, sollten Sie mit ihm sprechen. Erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit. Das galaktische Finanzwesen ist eine komplizierte Geschichte. Gesetze und Vorschriften mit Bezug auf Dutzende interstellare Wirtschaftssysteme. Ich bin ein Experte für all die Zusammenhänge der Wirtschaftssysteme. Gegen Gebühr kann man von meinem Fachwissen profitieren. Ich bin zudem ein gefragter Mann, wenn man Geschäfte machen möchte, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Diskret und effizient. Das ist mein Motto. Klingt eher nach schmutzigen Geschäften. Alle meine Geschäftsaktivitäten orientieren sich natürlich an gültigen interstellaren Gesetzen. Dennoch wünschen einige meiner Kunden, ihre Geschäfte unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu tätigen. Ein Hanar-Botschafter hat zum Beispiel einmal einen Antrag auf Reduzierung der Importsteuern auf Hanar-Güter beim Rat eingereicht. Was für einen Eindruck hätte es gemacht, wenn bekannt geworden wäre, dass er Anteile an einer Hanar-Exportgesellschaft hätte. Auch wenn seine wahren Motive waren, seinen Leuten helfen zu wollen, wäre er in Verdacht geraten, sich durch einen positiven Antragsbescheid persönlich bereichern zu wollen. Also habe ich seine Geschäfte im Stillen verwaltet. Klingt für mich immer noch nach schmutzigen Geschäften. Dann wollen wir hoffen, dass Sie niemals ein so großes Vermögen zu verwalten haben, dass Sie meine Dienste benötigen. Erzählen Sie mir bitte mehr vom Shadow Broker. Die meisten Leute glauben, dass ich mit Wirtschaftsangelegenheiten mein Geld verdiene. Aber meine Währung lautet Wissen. Ich handle mit Informationen und bin so reich geworden. Aber der Shadow Broker ist der wahre Meister. Jeden Tag kauft und verkauft er Informationen, aufgrund derer Regierungen stürzen könnten. Er verkauft sie immer an den höchsten Bieter. Aber dennoch scheint er niemals die natürlichen Kräfteverhältnisse aus dem Gleichgewicht zu bringen. Alle diese preisgegebenen Geheimnisse scheinen sich aufzuwiegen. Am Ende hat niemand einen Vorteil vor den anderen. Wissen Sie, wer er ist? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Die Abstammung und das Geschlecht des Shadow Broker sind nicht bekannt. Aber ich persönlich glaube, dass eine ganze Gruppe von Leuten hinter seiner Identität steckt. Wie sonst könnte man so viele Informationen gleichzeitig verwalten? Und wie sonst könnte man an so exklusive Informationen herankommen? Aber sie haben alles perfekt arrangiert.
Jede Regierung sieht sich gezwungen, ihr Spiel mitzuspielen, um zu wissen, was vor sich geht. Aber egal, wie lange man mitspielt oder wie viele Geheimnisse man kauft, es gibt keinen Gewinner. Ich hätte gedacht, dass Sie mehr über den Mann wissen, für den Sie arbeiten. Von Zeit zu Zeit komme ich an Informationen, die ich dem Shadow Broker verkaufe. Nur das ist mein Part. Mir gefällt es so. Je mehr man weiß, desto gefährlicher wird das Spiel. Ich lebe nicht gern gefährlich, Commander. Das überlasse ich Ihnen. Wie ist das Leben hier auf Citadel? Diese Station ist zweifelsohne das größte Wunder der Galaxie. Sie ist ein technologisches Wunder, aber die Schönheit liegt nicht nur in den Schutzhüllen und Antriebsmotoren. Vom Präsidium bis zu den Zivilbezirken. Die ganze Station ist Zeugnis des Erfolgs des Rates. Alle Spezies im Citadel-Sektor leben in einer einzigen starken Gemeinschaft zusammen. Wie sieht es in den Zivilbezirken aus? Sie sind das kulturelle Herz der Galaxie. Die Bezirke pulsieren vor Leben. Dort halten sich Millionen Bürger der verschiedenen Spezies auf. Man weiß nie, was einen in diesen Bezirken erwartet, Commander. Sie sind voller Überraschungen. Die meisten allerdings angenehmer Art. Was ist so Besonderes am Präsidium? Es ist das politische Zentrum des Citadel-Sektors. 80% aller intelligenten Spezies der uns bekannten Galaxie erkennen die Autorität der Citadel in interstellaren Fragen an. Aber nur die mächtigsten und einflussreichsten Völker haben ihre Botschaften hier im Präsidium. Diese Ebene der Station ist für die Elite reserviert. Shepard, für Leute wie uns. Ja, großspurig, wie sie alle sind. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Nur kurz gucken, ob es da irgendwo Informationen zu erhaschen gibt. Sieht aber nicht danach aus. Haben wir also auch Balavon kennengelernt, der für den Shadow Broker arbeitet, über den nichts bekannt ist. Und das hält ja auch ganz gern so, der Shadow Broker. Einfach auch zum Selbstschutz. Und die Hanar wurden bereits erwähnt. Das da ist ein Hanar. Eine weitere Alienrasse, die auch sehr, sehr lustig ist. Und wollen wir doch einfach mal schauen. Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Dieser ist begeistert, Sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dallaninder, aber viele sagen einfach Dallan zu ihm. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Was genau bieten Sie hier an? Dieser bietet nur hochexquisite und luxuriöse Waren hier an. Dieser kann Ihnen fast alle gewünschten Waren liefern, sofern der Preis gezahlt werden kann. Warum bezeichnen Sie sich selbst als dieser? Aus dem gleichen Grunde, warum die Menschen so neugierig sind. Es ist Teil unserer Kultur. Die meisten Hanar sprechen nur in Gegenwart von Familie oder engen Freunden von sich in der ersten Person. Aber das ziemt sich nicht bei anderen Völkern. Das ist nur unsere Art. Wer sind Sie? Ach, das hatten wir ja schon, Entschuldigung. Dieser trägt den Namen Dallaninder. Bitte lassen Sie sich... Ich muss jetzt los. Das wollte ich jetzt auch nicht, da habe ich einmal auf zu viel bald gedrückt. Zurück. Dieser bekommt häufig neue Lieferungen. Ja. Da habe ich einmal zu viel gedrückt gerade. Wieder einmal herzlich willkommen, Commander. Ja. Wünschen Sie, dass dieser Ihnen ein paar fantastische Waren präsentiert? Ich wollte nur noch mal schauen, ob wir da vielleicht noch was vergessen hatten. Ich muss jetzt los. Blöderweise wird der auf Knopf bald zum zurück. Überspringen auch dieser bekommt häufig neue dafür genutzt, Lieferungen. Sachen auszuwählen, nämlich wenn man die Space-Taste drückt. Gut, haben wir das geklärt? Wir schauen noch mal kurz hier hinten in der Ecke nach. Also haben wir jetzt auch einen Hanar kennengelernt. Hier gibt es nämlich einen weiteren Keeper für uns. Und auch diese Ecke wird später noch interessant sein. Wir werden noch sehen, wieso. Vorerst gibt es dort nichts zu betrachten, außer einem großen grauen Kasten. Und wir werden dann auch noch einen weiteren Hanar treffen hier oben in der Präsidiumsebene. Doch dazu später mehr. Gut, dort haben wir wieder die lustige Avina. Wir möchten aber hier beim Keeper vorbeigehen, damit wir noch ein paar Scans sammeln können.
Das bietet sich doch an, wenn wir sowieso schon mal hier sind, dass wir dann gleich das Ganze abklappern. Und wenn wir hier jetzt rechts runtergehen würden, wird es noch... Ach komm, wenn sowieso schon das ein Keeper ist. Das ist ja gar nichts. Mein Büro ist bereits 5-mal umgebaut worden. Toll. 5-mal? Aber warum? Ja, wenn hier sowieso schon ein Keeper ist, dann können wir den gleich noch mitnehmen. Hier unten geht's zur Konsortin. Und wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir das doch auch gleich. Sprechen wir mal mit Nelina, die hier die Termine vergibt. Willkommen. Ich bin Nelina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, Sie zu empfangen? Kann ich nicht einfach reingehen? Leider nicht. Sie müssen verstehen, dass viele die Dienste der Konsortin in Anspruch nehmen. Wenn Sie Ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit Ihnen zu treffen. Commander Shepard, ich gehöre zur Allianz Navy. Großartig! Sie hören dann in ungefähr 3 oder 4 Monaten von uns. Eine so lange Wartezeit ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich notiere Ihren Namen, wir melden uns dann bei Ihnen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Was tun Sie hier, Nelina? Ich bin eine der Akolytinnen der Konsortin. Nicht alle, die hierher kommen, haben die Gelegenheit, die Konsortin zu sehen. Ich kümmere mich dann um sie. Es ist unsere Arbeit, diese Menschen trotzdem glücklich zu machen. Wie genau kümmern Sie sich um sie? Jede Akolytin hat individuelle Fähigkeiten. Einige bieten tröstlichen Gesang, andere pflegen Konversation. Wir versuchen immer, die richtige Akolytin für die Bedürfnisse unserer Klienten zu finden. Ich bin auf Berührungen spezialisiert. Mit meinen Fingerspitzen kann ich jeden verspannten Punkt Ihres Körpers finden und lockern. Ich würde Ihre Dienste gerne in Anspruch nehmen. Exzellent! Ich werde Sie auf unsere Klientenliste schreiben. Wir werden in 3 oder 4 Monaten Zeit für Sie haben. Das ist großartig hier. Was ist eine Konsortin? Welche Dienste bietet sie an? Das ist nicht einfach zu erklären. Sie bietet vielen Leuten Dienste an. Individuell auf jeden Einzelnen zugeschnitten. Einige suchen Rat, andere Unterhaltung und andere wiederum reine Entspannung. Meist wissen unsere Klienten nicht einmal, was sie suchen, bis sie es von ihr erhalten haben. Das klingt, als wäre sie eine Art Orakel. Nein, das trifft nicht auf sie zu. Sie ist bloß eine Frau. Eine Frau mit sehr viel Mitgefühl und einem freigebigen Geist. Machen Sie doch einen Termin und finden Sie es selbst heraus. Ich bin hier fertig. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es ist uns immer eine Freude. Nelina. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche ihn zu sprechen. Welch ein Glück. Ja, natürlich, Herrin. Und ich bleibe trotzdem bei dem Begriff Edelhure. Auch wenn sich das hier auf mehr... Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Auch wenn sich das hier auf mehr bezieht als nur Sex, aber die Asari sind generell ein etwas anderes Volk, was die Stimulation der Nerven angeht. Wo finde ich sie? Gehen Sie einfach nach oben. Sie erwartet Sie dort. Gut, wir werden sehen, warum Naira uns jetzt auf einmal durchlässt oder warum sie uns empfangen möchte. Okay, wir können mal hier reinschauen. Willkommen! Es ist mir eine Freude, Sie begrüßen zu dürfen. Das ist mein erstes Mal. Ich hätte schon viel früher kommen sollen. Ich würde am liebsten den ganzen Tag hier bleiben. Sie sind bei der Allianz. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde stationiert. Okay, alle bloß belanglose Gespräche. Wir gehen zu Naira und schauen mal, was genau wir hier eigentlich besprechen können. Shaira, warum sage ich Naira? Shaira natürlich. Das ist nah genug, Commander. Ich habe seit Ihrer Ankunft hier auf Citadel viel über Sie gehört. Was bieten Sie hier an? Das kommt auf Ihre Bedürfnisse an. Einigen biete ich Rat, anderen Trost. Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe einen Freund, Septimus, einen ehemaligen turianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah in mir mehr, als mir lieb war. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und erzählt Lügen über mich.
Wenn Sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er Ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Was ist zwischen Ihnen vorgefallen? Ich respektiere seine Privatsphäre zu sehr, um ins Detail zu gehen. Wenn er Ihnen erzählen möchte, was passiert ist, so ist das seine Entscheidung. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Commander. Mehr verlange ich auch nicht. Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt vor seinem Rang als General. Wenn Sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Nun muss ich Sie bitten zu gehen. Es warten noch viele Klienten auf mich. Geht klar. So, nun haben wir auch unser erstes richtiges Gespräch mit einer Asari gehabt. Ich muss sagen, ich mag die Asari eigentlich überhaupt nicht. Die sind eine sehr seltsame Alienrasse. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin. Sogar Menschen scheinen die Konsortin unwiderstehlich zu finden. Na klar. Ich mag die Asari eigentlich nicht wirklich. Die sind im Gegensatz zu den anderen Rassen geborene Biotiker und sind auch die am weitesten entwickelte Rasse, die auf der Citadel vertreten ist, weil sie sich einfach am frühesten entwickelt hat. Die sind schon seit Jahrtausenden hier auf der Citadel und wir haben ja gehört, zusammen mit den Salarianern haben sie überhaupt hier den ersten Rat gebildet. Ja, und diese Biotikfähigkeit, die durchdringt eigentlich die ganze Kultur der Asari. Ist da unten ein... Ach nein, ich dachte gerade, da unten sitzt im Dingensrum ein Keeper. Die durchdringt die ganze Kultur der Asari. Und ich weiß nicht, ich mag die nicht, weil die mir immer so bitchig rüberkommen. Also die sind immer so... wir haben sie gerade gesehen, wie die Konsortin war. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich die Asari nicht. Die sind überhaupt nicht mein Fall. Deswegen, es gibt in diesem Spiel auch... die Möglichkeit, Beziehungen mit seiner Crew mit seinen Crewmitgliedern einzugehen. Dafür gibt es drei prädestinierte Leute. Zwei davon haben wir hier. Je nachdem, welches Geschlecht wir besitzen, können wir entweder mit Kaidan oder mit Ashley eine Beziehung anfangen. In diesem Spiel nur heterosexuelle Beziehungen. Und die dritte Person ist eine Asari. Wie ich schon gesagt habe, Asari sind nicht wirklich Frauen, sondern die sind eigentlich... Also man kann sie nicht wirklich einem Geschlecht zuordnen, bin ich der Meinung, auch wenn sie immer wie Frauen aussehen. Und deswegen, irgendwie gibt es viele, die der Asari dann den Vorzug geben, weil Ashley doch ein bisschen komisch ist, muss man schon zugeben. Und Kaidan ist, ja ich weiß nicht, Kaidan ist immer, wirkt immer sehr charakterlos, muss ich sagen. Aber ich mag die Asari einfach überhaupt nicht, deswegen bleibe ich meistens bei Ashley eigentlich. Aber das ist nur im ersten Teil so. Ab dem zweiten Teil kann man jemanden, den man im ersten Teil schon kennenlernt, dann auch verführen. Und das ist dann meine wahre Liebe. Natürlich, sie ist meine wahre Liebe. Mir fällt gerade ein, ich habe gerade einen Keeper vergessen hier oben. Nein, aber das ist die Person, der ich eigentlich immer bevorzugt mein Herz schenke mit meinem Charakter. Einfach weil ich sie sehr putzig finde und sie sehr mag. Sehr lieb gewonnen habe. So, den Keeper nehmen wir noch mit. Jetzt weiß ich nicht, ob drüben bei den Botschaftern auch noch einer war. Ich glaube schon, ne? Könnten wir jetzt auch noch kurz drüben reingehen. Aber ich glaube, ins Botschafterbüro werden wir sowieso noch mal gehen. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Und wir nehmen dann doch mal ein... Rapid Transit hier und fahren einfach mal zu unserem nächsten Ziel. Präsidium ist sinnlos, da waren wir ja gerade erst. Bezirke, Koras Nest. Denn in Koras Nest wartet der General auf uns. Ich weiß, wir folgen gerade nicht dem Hauptquest. Das ist der. Aber das können wir auch gleich mal mitmachen. Wir sehen schon, Koras Nest ist ein bisschen gefährlicher als andere Orte. Und ich werde mal kurz wieder auf das Sturmgewehr wechseln. Kurz, wo ist der andere? Da ist der andere. Ich würde sagen, Kaidan wirft ihn mal ein bisschen durch die Gegend. Na sowas. So, das war's auch für den. Ja, in die Hocke wäre praktisch gewesen. Ich muss mal kurz schauen, was war denn eigentlich... Oh, jetzt habe ich gerade ein Medigel benutzt, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur mal schauen, was eigentlich... Ich wollte auch nicht die Waffe wegstecken.
was ein Nahkampfangriff war. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Muss ich mal ganz kurz nachschauen in den Einstellungen. Steuerung. Waffen. Waffen ist eigentlich nicht richtig. Mir geht es ja nicht um Waffen, sondern ich will eigentlich im Kampf wissen, was angreift. Ach nein, das sind ja dann die Befehle. Gut, schauen wir mal hier oben. Sturm- und Umschalttaste ist klar. Rückwärts, vorwärts. Bewegungsgeschwindigkeit ducken. Es gibt doch aber Nahkampfangriffe. Wie mache ich das denn? Ich weiß es nicht mehr. Tja. Da bin ich ein bisschen überfragt. Egal, da muss es halt auch ohne Nahkampfangriffe gehen. Warum schleiche ich eigentlich gerade? Hallo? Wieso gehe ich? Habe ich irgendeine Taste gedrückt, die mich zum Gehen verleitet? Och nee. Ich probiere jetzt einfach mal gerade alle Tasten durch hier. Um nicht nochmal nachschauen zu müssen. Aber ich glaube fast, wir werden das nochmal tun müssen. Okay, wir haben schon wieder irgendwelche Gegenstände bekommen. Hier haben wir bloß das. Was habe ich denn gerade gedrückt? Ich weiß es nicht. Einstellungen. Nee, nicht Eingabe, Steuerung. Müssen wir nochmal schauen gerade fix. Oh, wo haben wir das? Da sind nur die Waffen. Hier, Bewegungsgeschwindigkeit an aus Y. Habe ich nicht gerade schon Y gedrückt? Ah, jetzt geht's wieder. Wunderbar, schnell speichern und weiter. So, wir schauen uns mal kurz um. Gut, stecken die Waffe erstmal weg, denn offensichtlich scheint hier erstmal niemand feindselig uns gegenüber zu stehen. Wir können übrigens auch hier jemanden für uns tanzen lassen. Das nennt man dann entspannen. Aber ich muss sagen, so geil ist das nicht. Zumal dieser Anzug, ich finde den absolut eklig. Ich weiß nicht, der sieht total widerwärtig aus. Und da ich die Asari sowieso nicht mag. Gut, wir lehnen uns mal nach vorn. Das ist sein nach vorn lehnen, sehr interessant. Gut, gehen wir mal. Finde ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Türmt mich nicht so wahnsinnig an. Auch wenn die Menschen da drin stecken in den Anzügen, wird auch nicht geiler dadurch. Ich habe hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Na sowas. Ich komme zu Ihnen, so schnell ich kann. Natürlich. Mit dem Barkeeper können wir auch nichts besprechen. Nicht jetzt. Ich sehe mir die Show an. Und hier haben wir den Mann, zu dem wir eigentlich wollen. General Septimus. Commander, was wollen Sie? Was belastet Sie, General? Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Wenn Sie so empfinden, warum verbreiten Sie dann Lügen über sie? Weil sie mich abgewiesen hat. Mich, Septimus Oraka, General der Turianischen Flotte. Ist sie das wirklich wert? Es muss doch andere Frauen geben. Ich will aber keine andere Frau. Ich will sie. Und nur sie allein. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Ach, wir können das noch nicht auswählen. Das ist schade. Mist. Aber das ist halt doof, weil wir unser Level noch nicht offenbar so weit erhöht haben, dass wir da das Einschmeicheln weitermachen können. Ich würde jetzt natürlich auf Beherrschen Sie sich gehen. Gehen wir erstmal auf Vergessen Sie es. Schönen Tag noch, General. Ja, gehen Sie nur. Wir sehen uns später. Es scheint nicht richtig zu sein, einfach so zu gehen. Ha! Vergeuden Sie Ihre Zeit nicht. Laufen Sie jetzt weg, solange Sie es noch können. Okay, wir können das ja später noch klären. Leben Sie wohl, General. Ja, ja. Es hoffe ist ich. Besser so. Verschwenden Sie Ihre nee. Zeit nicht mit mir. Okay, dann würde ich sagen, laden wir mal fix. Weil ich nicht weiß, ob wir das dann noch weiterführen können so. Ist natürlich ein bisschen blöd, das finde ich echt ärgerlich. Aber dann würde ich sagen, lassen wir Koras Nest auch erstmal sein, so wie es ist. Und schauen einfach später mal, ob wir das dann machen können. Weil ich schon ganz gern die Zusatzoptionen wählen möchte, wenn sie denn vorhanden sind.
Und natürlich ein bisschen ärgerlich ist, wenn es nur daran hapert, dass unser Level noch nicht hoch genug ist.